Peace YouTube und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und Freunde, wie ihr feststellen könnt, gehen wir das Video heute mal ein bisschen ruhiger an. Wie ihr außerdem feststellen könnt, befinden wir uns noch hier in altbekannter Umgebung. Das hat einfach folgenden Grund, dass ich den kompletten Januar noch hier in meinem alten Office verbracht habe, gearbeitet habe. Alles rund ums Thema Sneaker ist hier wirklich noch im Januar passiert. Heute am 2.2.2020 werde ich dieses Office hier offiziell verlassen. Und im Zuge dessen habe ich das Jahr 2019 einfach nochmal Revue passieren lassen und festgestellt, dass es einfach für ein geisteskrankes Jahr war. Dabei ist mir die Frage aufgekommen, was eigentlich so 2019 meine Grails waren. Und dabei ist mir auch die Frage gekommen, was denn wohl die Grails meiner Fashion-YouTuber-Kollegen aus dem Jahre 2019 waren. Freunde, ich habe den ein oder anderen Fashion-YouTuber mir vor die Linse gezogen, beziehungsweise haben sich die ein oder anderen Fashion-YouTuber für mich vor die Linse gesetzt und wir somit eine Fashion-YouTuber-Grail-Edition aus dem Jahre 2019 kreieren konnten. An der Stelle geht auf jeden Fall schon mal die Liebe raus an jeden einzelnen von euch da draußen, der in diesem Video hier mitgewirkt hat. Und Freunde, bevor wir zu lange labern, würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Fashion-YouTuber. Meine Grails aus dem Jahre 2019 werde ich euch ganz zum Schluss präsentieren. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und Freunde, lasst Liebe da, ihr wisst Bescheid. Viel Spaß. Yo Leute, ich bin Eli und mein persönlicher Grail 2019 ist diese Kette hier und zwar ist es eine Louis Vuitton Anchor Chain. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit der Kette. Ich habe die mir damals in Stuttgart gekauft. Die hat glaube ich so um die 500-600 Euro gekostet, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Habe ich mir eben Ende des Jahres zugelegt und ist im Moment die einzige Kette, die ich regelmäßig trage, weil ich persönlich finde einfach, dass sie sehr geil aussieht. Hat das Monogrammmuster mit drauf und ist nicht zu krass auffällig. Klar, sie ist schon sehr dick, aber ich persönlich finde, dass es noch klar geht. Die Länge gefällt mir und insgesamt einfach eine ziemlich stimmige Kette. Das Ganze gibt es in der Form auch noch als Bracelet, was ich persönlich jetzt nicht so krass finde, weil die fetten Glieder der Kette am Armgelenk finde ich einfach nicht ganz so ästhetisch und am Hals finde ich das schon viel, viel schöner. Farbig gibt es diese Kette, glaube ich, auch noch, finde ich aber überhaupt nicht cool. Deswegen hier diese ganz standardmäßige Louis Vuitton-Kette. Das war, wie gesagt, mein Grail des Jahres und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit den Clips von meinem Kollegen. Jo Freunde und willkommen zu einem erneuten Video auf nicht meinem Kanal, sondern auf dem Kanal von, ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausspreche, Shui. Sui. Auf jeden Fall hatte mich Sean angeschrieben, ob ich mal meinen Grail von 2019 vorstellen könnte. Ich habe das jetzt mal so umformuliert für mich, dass ich euch meinen besten Pickup aus dem Jahr 2019 im Bereich Sneaker zeige. Ich habe mich aber doch entschieden, es in zwei Schuhe zu unterteilen, weil es gibt einmal den besten Release für mich und es gibt einmal den besten Schuh für mich in dem Zusammenhang, dass ich ihn einfach am meisten getragen habe. Auf Platz Nummer 1 für den coolsten Release 2019 ist für mich der Travis Scott Jordan 1 High in, ja nee, Zusammenarbeit mit Travis Scott habe ich eigentlich schon gesagt. Ich habe den Schuh hier in Berlin, also ich wohne in Berlin, für alle die es nicht wissen. Ich habe den hier bei einem Soulbox Event gewonnen, war ein überkrasses Event, man musste sich vorher anmelden. Dort drin war dann alles so in diesem Astroworld mäßigen Design, man musste dann so ein Los ziehen und konnte dann den Schuh gewinnen. Ich hatte Glück und habe den Schuh gewonnen. Also ich durfte ihn kaufen, ich habe ihn jetzt nicht wirklich gewonnen. Ist für mich vom Schuh-Technischen her auf jeden Fall der beste Release 2019. Den findet sogar selbst meine Freundin schön, die eigentlich 1er Jordans gar nicht mag. Ich denke, ich muss nicht viel über den Schuh sagen, ist komplett platt getreten, hat jeder 100-mal gesehen und deswegen stelle ich euch jetzt noch meinen zweiten Schuh vor, der nicht so mega gehypt ist, aber den ich auf jeden Fall mit Abstand am meisten getragen habe. Das ist für mich der Adidas Supercourt. Ich habe den jetzt hier in dem Colorway Recon Pack, heißt das Ganze. Ist für mich mit Abstand der beste Release im Zusammenhang mit getragen werden, weil ich hatte den wirklich gefühlt jeden Tag an. Super bequemer Schuh, super gut zu kombinieren in meinen Augen und deswegen für mich auf jeden Fall auch einer der Top-Releases 2019. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er zwingend 2019 rauskam, aber ist auf jeden Fall noch keine sehr alte Silhouette. Habe ich damals, glaube ich, auf StockX gekauft. Also wenn ihr ihn sucht, checkt es mal dort ab. Dort kriegt ihr die meistens unter Retail. Das wären also jetzt meine zwei Favorite-Releases, mehr oder weniger von 2019 gewesen. Wenn ihr mehr Content von mir bekommen wollt, dann checkt gerne meinen YouTube-Kanal ab. Ich heiße Paul's Gym. Dort findet ihr einerseits Sneaker-Streetwear-Content und andererseits Kamera-Content, also wie ihr eure Outfit-Bilder verbessern könnt.
all solche Sachen. Insofern hoffe ich, ihr bleibt gesund. Viel Spaß bei dem nächsten Menschen, der jetzt nach mir seinen Schuh vorstellt. Abonniert mich auf Instagram, um die Schuhe on feed zu sehen, und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Ciao. Ah, Freunde, grüß euch. Ja, willkommen zu einem neuen Video hier auf Shauns Kanal. Vielen Dank erst einmal für die Einladung. Viktor Braun, mein Name, für jeden, der mich noch nicht kennt. Für jeden, der mich kennt, ja, professionell wie immer. Ich bin unterwegs, habe kein Equipment dabei. Von daher muss das iPhone aushelfen. Ich habe länger überlegt, habe ich einen persönlichen Grail? Was möchte ich euch überhaupt vorstellen? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass mir seit Jahren eine Sache nicht mehr aus dem Kopf geht. Wir müssen da ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Wir schreiben das Jahr 2018. Ich schaue mir die Bilder der Fashion Week an. Spring, Summer. Feng Cheng Wang bringt ihre neue Kollektion raus. Ich schaue mir das Ganze an, gehe danach die Bilder durch und mir fällt folgender Sneaker ins Auge. Und ich war sofort geflasht. Für die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich ein absoluter Chucks-Lover bin. Und ja, ich habe sofort angefangen zu recherchieren, wo kommen diese Schuhe raus, wann kommen diese Schuhe raus, was werden die Schuhe kosten. Ich habe nichts gefunden und ich glaube, 2,5 Jahre später, ja, habe ich die traurige Vergewissheit, dass der Schuh tatsächlich nur für die Show angefertigt wurde und ich wahrscheinlich nie in den Genuss kommen werde, mir diese zuzulegen. Das macht mich auf der einen Seite ein bisschen traurig, auf der anderen Seite gebe ich die Hoffnung aber nicht auf und ja, vielleicht kommt man irgendwann und irgendwie an diesen Schuh noch ran. Aber ja, das ist mein persönlicher Grail. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Was geht ab, Leute? Ich bin's, Alex von dem YouTube-Kanal Hypekicks. Vielleicht kennt mich der eine oder andere von euch. Würde mich mal gerne interessieren. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Ich werde mir das auf jeden Fall durchlesen. Auf jeden Fall darf auch ich in diesem Video mein Grail aus dem Jahr 2019 vorstellen. Und aus dem Grund gehe ich einmal ganz kurz an unsere Wand da hinten ran und hol mal den Schuh. Es ist zwar nicht meiner, aber er steht da, deswegen macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und zwar ist mein Grail aus dem Jahr 2019 auf jeden Fall der Nike Sakai LD Waffle. Denn es ist einfach mal eine neue Silhouette, die sozusagen ein bisschen aus dem Nichts herausgekommen ist. Und ich muss sagen, dass ich finde, die sehen einfach sehr gut aus. Man kann ihn zu vielen verschiedenen Sachen gut anziehen. Und wie gesagt, es ist mal so ein bisschen was anderes. Er sieht nicht so aus wie der andere Schuh. Deswegen gefällt er mir auf jeden Fall sehr gut. Welcher Colorway da ist mir eigentlich relativ egal. Den gibt es ja in diesem Schwarz, dann gibt es den noch in Weiß, dann gibt es den noch in einem grünen Pink und so weiter und so fort. Da sind jetzt mittlerweile schon 5 Colorways auf dem Markt und es werden jetzt auch im Jahr 2020 noch 2 weitere kommen, wo ich dann glaube ich auch versuchen werde zuzuschlagen. Und falls das nichts wird, denke ich mal, werde ich mich an die alten Colorways vergreifen, denn die finde ich dann ticken besser als die neuen. Auf jeden Fall, kurz gesagt, ist das hier mein Grail aus dem Jahr 2019. Es gab viele coole Schuhe, aber wenn ich mich jetzt auf die Schnelle entscheiden müsste, würde ich den hier auf jeden Fall nehmen. Schreibt auch gerne mal unten in die Kommentare, so was ihr von dem Schuh haltet, so. Würde mich interessieren. Das ist aber soweit mit mir. Danke, dass ich in diesem Video sein durfte. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten. Mein Name ist Kelly Kayo und ich heiße euch willkommen auf Sean, seinem Kanal. Er hatte mich darum gebeten, ob ich nicht ein Grail von mir zeigen kann. Und ich musste ein bisschen überlegen, was 2019 ein Grail von mir war. Und da ist mir eigentlich nur ein Produkt aufgefallen, was ich wirklich haben wollte und was ich dann auch im Endeffekt bekommen habe. Darüber hinaus habe ich immer Wünsche, die Grails sind, die ich tragen möchte oder die ich archivieren möchte. Aber dieses Produkt wollte ich einfach haben. Darüber habe ich auch mit etlichen Freunden drüber gesprochen und ich habe es euch auch auf meinem Kanal schon gezeigt. Und dieses Produkt ist für mich ein Piece. Also es ist nicht einfach ein Produkt, was man sich mal so eben kauft, sondern ein Piece, was man wirklich in seiner Collection haben möchte oder was man in der ähnlichen Form haben sollte. Und das ist nämlich meine, ich zeige sie euch, Haider Ackermann, also mein Haider Ackermann Mantel mit dem Gold Inlining. Dieses Produkt wollte ich unbedingt haben und habe es dann auch im Antwerpen Sample Sale bekommen, weil es bewegt sich, also es float einfach wunderbar und hat einfach ein wunderschönes Inlining, eine wunderschöne Länge und ist ein Staple-Produkt, was man halt ewig haben kann, seinen Kindern geben kann und die es auch noch ewig rocken können, weil es einfach qualitativ hochwertig ist. Es hält warm, man kann das Inlining rausnehmen, man kann das Inlining drin lassen, wenn es zu kalt wird und es ist einfach ein absolutes Staple-Produkt, was man in seinem Kleiderschrank meiner Meinung nach haben sollte und für mich auch ein Grail war. Ich hoffe, euch hat mein Grail gefallen. Und falls ihr Interesse daran habt, folgt mir gerne auf Instagram und auf YouTube. Und bis dann, ihr wisst, das Fashion Lexikon. Ciao.
Jo Freunde, was geht? Hier ist Patrick Spector von Always Overdress. Schöne Grüße gehen erstmal raus an Sean und Dankeschön, dass ich mit von der Partie sein kann, dass er mich hier mit in dieses Video reingenommen hat. Dickes Danke geht auf jeden Fall raus. Aber ich habe mir wirklich 2019 einiges an Stuff gekauft, sowohl Sneaker, aber auch Kleidungsstücke. Ich muss aber wirklich sagen, dass zwei Schuhe mir von diesem ganzen Stuff am besten gefallen. Also ich glaube, man muss nicht viel drüber reden, dass einer der Sneaker des Jahres auf jeden Fall der Jordan 1er Travis Scott ist, den ich tatsächlich mir kaufen konnte. Hier haben wir einmal das gute Stück. Abseits vom Hype ist das ein Schuh, der mir alleine vom Colorway extrem gut gefällt. Das Braun mit dieser Vintage-Sohle kommt einfach brutal und gibt halt auch sehr, sehr viele Möglichkeiten in meinem Kleiderschrank, das anzuziehen, weswegen ich diesen Schuh halt tatsächlich sehr, sehr oft anhabe. Auf der anderen Seite ein Schuh, der, viele haben es eigentlich mitbekommen, und für viele ist es auch der Sneaker des Jahres, aber der Sakai, der Nike Sakai Low Top. Ich habe auch den High Top, Weird Flex, aber der Low Top gefällt mir um einiges besser. Nicht, weil der irgendwie komisch aussieht oder sonst was, sondern einfach, weil das Konzept von vorne bis hinten durchgezogen wurde und das einfach mal was anderes ist. Nichts gegen den, weil wir gerade so ein bisschen drüber geredet haben, nichts gegen den Jordan, jetzt sag ich schon Jordan, oh mein Gott, gegen den Nike Sakai Blazer, der auch cool ist, aber für mich der Low Top definitiv nochmal um Längen besser. Das sind auf jeden Fall meine beiden Favorite Pickups aus 2019. Grüße gehen nochmal raus an Sean. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt. Und ihr wisst Bescheid, Team No Sleep, Patrick Spector fährt jetzt mit seinem Scooter, denn er ist auch manchmal Scooterpad, durch die City mit seinem Scooter. Was rede ich überhaupt gerade hier? Was geht ab? Ich bin Jana und ich möchte euch heute auch kurz meinen Lieblingssneaker aus dem Jahr 2019 vorstellen. Die Entscheidung war auf jeden Fall nicht so leicht, aber ich habe mich jetzt letztendlich für den Converse JW Anderson Runstar Hike entschieden. Ich habe ihn jetzt gerade hier in weiß, habe den aber auch noch in schwarz. Warum das für mich so der Sneaker of the Year ist? Es sind gefühlt in 2019 so viele Sneaker rausgekommen und vor allem so viele Jordans und so, dass ich gar nicht wüsste, für welchen ich mich da entscheiden sollte. Und es war halt wirklich keiner von meinen Lieblings-Jordans aus 2019 dabei. Und ich finde, dieser Schuh ist einfach, es wurde ja nicht so viel verändert, aber das, was verändert wurde, und zwar nur die Sohle, wurde einfach so gut gemacht. Die Silhouette ist so schön. Also wenn man von oben schaut, finde ich, sieht das unnormal geil aus. Von hinten sieht es auch nochmal geil aus, so mit diesen Farbdetails hier nochmal. Auch generell einfach die Sohle. Für mich ist das so wirklich der krasse Schuh momentan. Ich trage den wirklich on the daily. Vor allem ist das auch ein Schuh, den checkt nicht jeder. Also wenn man damit auf der Straße rumläuft, so Jordans mittlerweile kennt jeder. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich bei dem das Gefühl, so das checken eher die Leute, die mehr im Game sind. Und ja, keine Ahnung, für mich ist das auf jeden Fall einer der besten Collabos 2019 und mein Lieblingsschuh. Danke, dass ich dabei sein durfte. Freunde, da seid ihr ja schon wieder. Ich habe euch gar nicht kommen sehen. Was? Freunde, ich hoffe, euch haben die Grails meiner Fashion-YouTuber-Kollegen aus dem Jahre 2019 gefallen. Und abschließend werde ich euch nochmal meine Grails aus 2019 zeigen. Da fangen wir an mit einem Artikel, den ich mir 2019 tatsächlich zugelegt habe. Da hatte ich Anfang des Jahres, als diese ganze Iced-Out-Geschichte in Deutschland losging, die Vision von einem eigenen Schmuckstück, eine Kette oder sonstiges. Ich wollte auch irgendwas individuell angefertigtes haben. Da habe ich Mitte des Jahres ein Mockup von einem Ring erstellt. Und wie sollte es auch anders sein? Ist es Ende des Jahres 2019 dazu gekommen, dass ich mir einen eigenen Ring hab machen lassen, und zwar von meinem guten und langjährigen Kollegen Johannes Riedel, aka Riedels Schmiede. Grüße gehen an der Stelle raus, Bro. Es ist ein 925er Silberring mit einer Weißgold-Liierung. Riedel, ich hoffe, ich spreche alles richtig aus. Obendrauf, Freunde, wirklich ein geisteskranker Ring, der mich jeden Tag irgendwie motiviert, weiterzumachen. Ich meine, es ist mein Logo obendrauf und mein Logo repräsentiert irgendwie die Arbeit, die ich mache. Und der Ring bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und den werde ich auch wirklich niemals hergeben, egal wie kaputt der ist. Den werde ich noch meinen Kindern zeigen. Sehr persönlicher Artikel, aber für mich auf jeden Fall mein Grail aus 2019. Mein zweites Grail aus 2019, wovon ich auch schon wirklich geisteskrank lange schwärme, ist eine Dior Shoulder Bag. Und nein, Freunde, es ist nicht die Dior Shoulder Bag aus Monaco, sondern ich spreche von genau dieser Shoulder Bag hier, nämlich von dieser Dior Bowling Shoulder Bag. Es ist auf jeden Fall diese kleine, runde Shoulder Bag.
Freunde, gefällt mir wirklich geisteskrank lange. Habe ich, glaube ich, Ende bzw. Anfang 2019 bei dem lieben Icykov, der Erfinder von How Much Is Your Outfit, gesehen, wie er das Ding auf der Pariser Fashion Week gerockt hat. Und Freunde, seitdem ist wirklich mein Kopf aus. Ich brauche diese Tasche. Ich muss das Ding einfach haben. Freunde, das waren meine zwei Grails aus dem Jahre 2019. An dieser Stelle sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und vor allem dürft ihr auch gerne die Kanäle meiner Fashion-YouTuber-Kollegen abchecken. Die Links findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Wie immer dürft ihr auch mir gerne auf Instagram und auf Snapchat folgen. An dieser Stelle sind wir raus, Freunde. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Haut rein, Freunde.